Hallo, ihr Hübschen, ich bin ja hier gerade noch so schön dabei, Videos zu machen. Und so im kleinen Fluss. Aber ich sehe gerade, ich darf oder nicht darf, ich habe nur noch 18 Minuten. Ist ja 18 Minuten Sendezeit sozusagen. Nein. Ich möchte jetzt nur einmal euch etwas erzählen, was ich geradewegs so zu mir kommt. So. Irgendjemand schreibt so: Du bist ja langweilig. Oder du hast ja Langeweile, warum du auf die oder die Facebook-Seite oder Gruppe, was weiß ich, was schreibst oder was auch immer kommt. Oder so jetzt hier auch bei mir hier auf diesem YouTube-Kanal. Du bist ja langweilig. Oder was weiß ich, irgendwas mit Langeweile. Und ich kann sagen, ich habe keine Langeweile, ich kreiere nur einfach in meinem Kopf alles Mögliche, was ich gerne mir wünsche und was ich mir erfüllen möchte und was ich mir halt so denke und was ich für mich richtig wichtig und gut finde. Genauso wie ich einfach das dann in Gruppen, auf Seiten, auf meine Facebook-Seite selber auch oder wie auch immer, das formuliere und schreibe. Entschuldigung, meine Nase läuft gerade. Und ja. Leute, wenn ihr dieses hier weniger anschauen möchtet oder wenn euch das zu langweilig ist oder wenn euch auch das Getexte oder Geschriebene, was ich wo auch immer schreibe auf Blog oder Facebook-Seite, dann scrollt doch weiter oder guckt euch ein anderes Video an. Das ist alles eure eigene Entscheidung, ja? Und ich habe ja auch mal irgendein Video gesagt, dass es dass ihr die Möglichkeit habt, selber das erstens zu entscheiden, was ihr euch anschaut und was ihr euch durchliest und auch genauso wie mit den Büchern. Und noch dazu möchte ich sagen, nehmt das, was euch wirklich von Herzen anspricht, ja? Ob es ein Video, YouTube-Video ist, ob es ein Buch ist, ob es eine CD ist, ob es überhaupt eine Musik ist, ob es ja, ein Text auf irgendeine Facebook-Seite, Gruppe oder sonst was ist, nimmt es entweder für euch dann, wenn es euch von Herzen anspricht, ja, dankend an, ja, oder wenn es dann von Herzen, ja, weniger ist, sondern ihr gerade so, sagt so, nee, das ist, was will die von mir oder überhaupt, verstehe überhaupt nicht, was die da schreibt oder was erzählt die mir da für Schwachsinn oder Blödsinn? Ja, oder, ja, das ist irgendwie doch langweilig. Ja, bitteschön, Leute, hallo? Was interessiert mich das gerade, was ihr gerade für langweilig empfindet, weil ihr euch auf euren Weg mit eurem Thema befindet, was euch gerade so langweilig anspricht, ja, dann macht doch was anderes. Dann schaut euch was anderes an. Dann lest euch was anderes durch. Dann holt euch ein anderes Buch. Dann geht in irgendeinen CD-Laden und guckt oder hört euch was weiß ich was an, was euch dann so kommt und sagt, oh, das spricht mich jetzt an. Oder auch auf dem Straßenweg, was weiß ich, oder im Bus oder wo auch immer ihr dann seid und ihr hört irgendwie eine Musik oder irgendeinen Satz oder ein Wort. Und das ist dann vielleicht das Wort, was euch aus dem Herzen spricht, ja, und euch sagt so, ja, das ist doch wunderbar, das passt zu mir. Dann nimmt das an, ja, und sagt Dankeschön dafür, aber weniger, bitteschön, weniger. Ich möchte weniger wirklich, Leute, nicht weniger. Also ich sage auch Dankeschön für eure Langeweile, Leute, für eure Langeweile, weil ihr mir das so sagt, dass ihr Langeweile habt, mir das, also ich sag mal, mir das zu schreiben oder zu sagen, du bist ja langweilig oder hä? Was, verstehe jetzt überhaupt nichts mehr? Ja, dann ist es halt so. Das ist für mich gerade, ich mache das für mich, Leute. Ich mache das für mich, weil es gerade für mich gerade richtig gut und wichtig anfühlt, ja. Und alles andere, ja, das lasse ich dann bei euch, ja. Eure Langeweile lasse ich bei euch und schicke euch das zurück und sage euch dann nur jetzt wirklich in diesem Video, ey, fangt an, es ist alles, es sind die Möglichkeiten, die Türen sind alle auf. Die Türen sind auf. Ja, die Türen. Hä? Alle. Also, das ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und, ja, nicht nur diese ganzen vielen Möglichkeiten, es gibt auch so viele Autoren, es gibt
ach, massenweise an Musikrichtungen und ach, weiß ich nicht was. Ja, ey, ihr könnt auch Punk hören oder keine Ahnung, Jazz, Klassik. Ey, mein Gott, wenn es euch gefällt, wenn es euch anspricht, wenn euer Herz sagt, ja, das ist meine Musik, die ich mir jetzt wünsche, die ich mir jetzt anhöre, die ich was ich was, keine Ahnung. Hä? Dann macht es doch. Ich mach's auch. Leute, ich mach's einfach. Ich mach es einfach. Ich mach es einfach. Ich höre Schlager und Volksmusik. Ja, toll. Ich bin damit groß geworden. Ja, und weil es mir von Herzen spricht, weil mir, keine Ahnung, die Texte ansprechen, weil mir die Melodie gefällt und trotz alledem kann ich euch sagen, ich höre auch so Bum-Bum-Musik mal, ja? Oder, ja, Orgelmusik, ja, zum Beispiel Jazz, ja? Mein absoluter Jazzmusikerin, ja, ist Barbara Dennerlein, ja, wundervoll. Es gibt auch andere, ja, super, es gibt andere, man kann sich das anhören, genauso wie Punk, Rock, Pop, keine Ahnung, was auch immer alles noch gibt, ja, Mittelaltermusik oder was auch immer, ehrlich. Man kann sich alles anhören, wenn es einen anspricht, wenn es einen sagt, ja, ich möchte mir das jetzt anhören, ich möchte mir das jetzt ansehen, ich möchte mir das jetzt durchlesen. Bitteschön, das ist die Möglichkeit dafür. Und ob es dann beim Lesen oder beim Anhören dann auch noch so, nee, das ist doch nicht das Lied, was ich mir jetzt anhören möchte. Oder, ja, ja, das passt gerade irgendwie doch nicht zu meiner Stimmung. Oder, hä, ach, keine Ahnung, ich mache es jetzt mal aus und höre was anderes. Oder genauso wie Bücher. Leute, ich habe so viele Bücher hier, ich habe auch einige Bücher angefangen zu lesen und habe dann erstmal weggelegt. Zum Beispiel, ich kann euch ein Beispiel nennen. Ich habe ein Buch mir gekauft, ja. Weil mir diese Schauspielerin, seit ich sie damals in dieser Serie Katrin ist die Beste gesehen habe, am Herzen lag, ja. Sie hat ein Buch geschrieben, ich habe das, also dieses eine Buch da, kann ich gerne nochmal verlinken, welches Buch ich meine. Ich habe da extra noch ein Video zugemacht. Ich habe 2 Jahre daran gelesen. Ich habe 2 Jahre dafür gebraucht, es wirklich durchgelesen zu haben, ja. Und habe zwischendurch auch wieder angefangen, also von vorne angefangen. Ich habe dann wirklich erst angefangen und dann habe ich gedacht, ne, passt gerade nicht. So, ist nicht in meine Stimmung, ist nicht in meine, was weiß ich, ist nicht da, passt gerade nicht. So, fertig. Habe es weggelegt und habe es aber behalten. Habe es nicht jetzt weggeschmissen oder gesagt, ja, ich tue es in eine Schublade oder verschenke es oder verkaufe es oder schmeiße es weg. Ja, nein, ich habe einfach mir die Zeit genommen oder besser gesagt, mir dann auch gesagt, ja, dann ist es halt, diese Zeit ist halt noch nicht so weit, ich darf es halt noch nicht lesen, es passt halt nicht, es ist nicht stimmig, keine Ahnung, was auch immer. Und es ist hier in jedem Buch, ist egal, was du für ein Buch oder was für ein Video du anschaust, ja, oder du sagst, oh, ich habe jetzt gerade angefangen, das Video anzuschauen, ja, und bei 3 Minuten 50 sage ich, ach, scheiß drauf, Kerl, kann ich mir nicht antun, Kerl, die redet mir, was weiß ich, was zu viel oder totale Langeweile, das passt überhaupt nicht. Ja, ey, dann ist es halt so. Leute, dann mach's aus, dann guck dir ein anderes an und fertig. Ja, und genauso wie bei dem Ganzen, was ich geschrieben habe, die letzten Wochen, Monate jetzt, also aktuell, ja. Ich habe einen Blog aufgemacht und habe einfach runtergeschrieben. Meine Gefühle, mein Sein, meine Trauer, meine Wut, meine Glückseligkeit, mein was weiß ich. Ja, und es tat mir gut, ja, genau. Ich meine, ich habe ja einen Blog geöffnet für meinen Sternkind, ja, oder Sternkinder, die es jetzt sind ja 2 Fehlgeburten, die ich hatte, ja, weil ich nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist und habe das gleiche gemacht wie vor Jahren, wo ich mir einen Blog eröffnet habe für ein anderes Thema, was ich hier auch jetzt nicht, also ich sag, das war halt ein anderes Thema. Ich habe einen Blog eröffnet für ein anderes Thema. Ich habe eine Webseite eröffnet für Schlager und Volksmusik. Ich habe eine Webseite eröffnet, wo es steht etwas mehr Menschlichkeit, wo ich dann die Themen aufgelistet habe: Asthma, Epilepsie, Krebs, Legasthenie und sonst was oder Magersucht. Ja, für Themen, diese Themen, die ich jetzt aufgezählt habe, waren in der Zeit für mich aktuell nicht nur wertschätzend, sondern mit denen ich mich befasst habe, weil ich halt mal magersüchtig war. Weil ich mit krebskranken Patienten zu tun hatte, oder besser gesagt, ich kann es euch sagen, weil meine Oma halt an Krebs gestorben ist. So. Und dann, was hatte ich noch? Legasthenie, ja, kam halt so, weil ich mal darüber gelesen habe und mich das interessiert hat. Oder wie auch immer. Und was hatte ich noch? Ja, Epilepsie. Das ist auch so eine Krankheit, die ich, mit der ich,
Erfahrungen gehabt habe, besser gesagt, eine Freundin von mir hat Epilepsie. Und das hat mich halt, ja, es hat mich halt gefangen, dieses Wort oder diese Krankheit. Und ich wollte mehr davon erfahren und wollte halt auch eine Webseite haben, um das irgendwie für mich auch zu, was auch immer, zu verarbeiten, zu verändern, zu verstehen auch vielleicht. Und so viel dazu. Und das habe ich halt jetzt die letzten Monate gemacht für mich, ja. Ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben. Ich habe angefangen mit diese Videos hier, ja. Und das ist für mich keine Langeweile, Leute. Das macht Spaß. Für mich macht das Spaß, ist für mich wichtig und richtig. Und ob es dich dann anspricht, was auch immer in den Titel da oben steht, und ob du dann bis zum Schluss dieses Video anschaust oder ob du nur die ein, zwei Minuten schaffst, weil du dir denkst, ach nee, Gott im Namen oder was auch immer. Das ist deine Sache, das ist dein Thema, das ist dein Weg. So, bitteschön. Und ich gehe halt meinen Weg und freue mich darüber, neue Menschen kennenzulernen, neue Videos von anderen Menschen zu sehen, also via YouTube, neue Blogs zu lesen, neue, was weiß ich, Artikel, neue, andere Bücher. Ja, das freut mich so. Und wenn ich dann auch sage, so wie im letzten Video, ich habe jetzt ein Buch angefangen und denke mir, ey, geil, der Autor ist cool, der weiß es genauso wie ich. Also, und warum kaufe ich mir das? Warum lese ich das? Ah, vielleicht ist er ja noch was. Egal. Ich lese einfach, weil es mir Spaß macht, ein Buch zu lesen, was schon auf Schwarz auf Weiß steht, was ich schon in mir habe und was ich halt schon weiß, aber weniger, ach, betreibe oder verändere oder mache oder tue oder keine Ahnung. Oder weil ich es einfach gerade brauche, weil es mich anspricht, weil es mein Gefühl ist, das zu machen. So. Und das ganze Gefühl dazu ist gerade auch, dass ich dieses Video mache. Ja? Das ist, weil es mein Gefühl ist, das zu machen. So. Weil ich mir sage, ja, und ich mache es einfach für mich, weil ich es richtig, wichtig und gut finde. Und ob du dann sagst, ja, gut. Oder ob du dann sagst, ja, yeah, Daumen hoch, geil, die Frau ist super, die gucke ich mir jetzt mal weiter an. Oder ach, das nächste Thema, was sie da jetzt in dem anderen Überschrift-Dings hat, gefällt mir überhaupt nicht oder spricht mir nicht an. Ja, ist doch egal, Leute, dann geh woanders hin. Hallo, habe ich gesagt, du sollst zu mir kommen? Nein, also ich habe nur gesagt, ich sage nur das, was ich sage gerade. Ne, also wirklich. Also, so viel dazu. Und, ich danke dir auch für für das, was du mir gesagt hast, was du mir zugeschickt hast, so oder zugeworfen hast, dass du sagst so, ja, ey, die ist langweilig oder du bist langweilig oder hä, du musst ja Langeweile haben, dass du was weiß ich was treibst. Ja, und dann habe ich vielleicht, nee, eigentlich habe ich keine Langeweile, weil ich bin einfach, mir macht's halt Spaß. So. So, da so viel dazu. Mir macht's Spaß und ich wünsche dir eine schöne Zeit und lass es dir nur gut gehen. Ciao.